Moin ihr Lieben, ich bin's wieder, euer Manotako. Ja, heute zeige ich euch die wertvollsten Mangas aus meiner Manga-Sammlung. Wahrscheinlich habt ihr noch nicht alles gesehen aus meiner Manga-Sammlung und deshalb zeige ich euch die wertvollsten Mangas. Bis gleich. So, dann nehmen wir mal los. Ich habe hier die Reihe von Monster. Die Reihe ist mit 18 Bänden abgeschlossen. Leider ist diese Reihe vergriffen und diese Reihe soll wahrscheinlich eine zweite Auflage bekommen bei Edmond Manga. Ja, diese Reihe ist auch sehr gefragt und deshalb hoffen wir doch mal, dass diese Reihe eine zweite Auflage bekommt. So, als nächstes haben wir hier Shamou. Diese Reihe ist mit 19 abgeschlossen, besser gesagt abgebrochen. Weil hier in Deutschland war es dann irgendwie so, dass diese Reihe dann abgebrochen ist und deswegen, ja. Und ja, diese Reihe gefällt mir auch sehr, sehr, sehr und ist auch für knapp 150 Euro zu bekommen. Ja, ist auch vergriffen. Dann haben wir hier als nächstes Anatolia Story. Die Reihe ist mit 28 Bänden abgeschlossen. Diese Reihe ist auch sehr gefragt bei Edmond Manga und ja, ich habe diese Reihe bekommen vor kurzem und ich habe noch nicht alles gelesen. Nur, dass diese Reihe erinnert mich an Inuyasha am Mittelalter und deswegen ist es auch so ungefähr Inuyasha. Ja, diese Reihe bekommt man für knapp 200 Euro oder 250 Euro und ist auch vergriffen. So, als nächstes haben wir hier School Rumble. Diese Reihe ist mit 22 Bänden abgeschlossen. Tokyopop hat das übernommen, danach Edmond Manga. Und ja, diese Reihe hat mir auch sehr gut gefallen. Diese Reihe bekommt man für knapp 250 Euro oder mehr, weil es ja vergriffen und deshalb, ja. Ich habe hier noch ein paar Doppelte, wenn ihr was haben wollt, oder schreibt mir in die Kommentare und dann können wir das irgendwie klären. Ich habe hier Band 1 doppelt bis Band 8 hier. Naja, diese Reihe ist auch sehr lustig und hat mir auch sehr gut gefallen. Dann stelle ich euch meine Lieblingsreihe von The Prince of the Tennis. Ich mache zwar kein Tennisspiel, aber das hat mir sehr gut gefallen, weil das immer mit Action ist, immer spannend, immer gut und deshalb hat mir das auch sehr gut gefallen. Diese Reihe bekommt man für knapp 150 oder 200 Euro bei eBay oder sonst wo. Und ja, kann ich euch gut empfehlen und hat mir sehr gut gefallen. Ist, wie gesagt, mit 42 Bänden abgeschlossen. Holt es euch, wenn ihr für diese Reihe interessiert. Dann habe ich hier 20th Century Boys. Diese Reihe ist mit 22 Bänden abgeschlossen. Danach kommt eine zweite Reihe. Das ist hier. 1 und 2. Und danach ist es auch abgeschlossen. Oh ja, ich habe diese Reihe für sehr, sehr viel Geld bekommen. Und ich will ja nicht erzählen, wie viel das war. Das kostet ungefähr, wenn ihr das bekommen würdet, für knapp 300 Euro. Und ja, das ist echt der Wahnsinn. Diese Reihe hat mir sehr gut gefallen. Und besonders Band 9 ist sehr schwer zu bekommen. Ansonsten könnt ihr die komplette Reihe fast irgendwo gebraucht kaufen. So, als nächstes habe ich hier Battle Angel Lita Last Order. Diese Reihe ist mit 19 Bänden abgeschlossen. Danach kommt ein Einzelband. Und davor kommt dann eine zweite Reihe. Ja, diese Reihe bekommt man für 300 Euro ungefähr und ist auch sehr schwer zu bekommen. So, dann habe ich hier Tsubasa Chronicle. Diese Reihe ist mit 28 Bänden abgeschlossen. Band 28 ist vergriffen. Kann man nicht mehr bekommen, außer die komplette Reihe. Mit diesem Band natürlich. Und ja, diese Reihe ist auch sehr gefragt. Das will jeder haben. Das bekommt man für ungefähr 200 Euro. So, dann habe ich hier Great Teacher Onizuka. Band 1 bis 25 ist hier abgeschlossen, diese Reihe bei Edmond Manga. Auch diese Reihe ist sehr gefragt und das kostet ungefähr, wenn ihr das haben wollt, für knapp 200 Euro, 250 bei eBay. Dann habe ich hier 3x3 Augen. Diese Reihe ist mit 40 Bänden abgeschlossen, sogar meine Lieblingsreihe. Und ja, diese Reihe bekommt man für knapp 300 Euro. Und die letzten Bände, muss ich ehrlich sagen, die kriegt man sehr schwer. Es ist Zeit für ein Duell. Ich habe hier Yu-Gi-Oh! Die komplette Reihe, 38 Bänden. Ist auch damit abgeschlossen, man kann es Manga. Und diese Reihe ist besser gesagt nicht mehr so gefragt wie damals. Und diese Reihe bekommt man für knapp 400 Euro. Weil ist ja von 1 bis
38 Bänden und das, da will man auch sehr viel verlangen. Als nächstes habe ich hier Night of Sidonis. Diese Reihe ist noch nicht abgeschlossen, aber dennoch sind diese Bände 1, 2, 3, 4, 5, 6, ich glaube bis 6 sind die vergriffen. Danach sind die anderen Bände noch verfügbar. Also wenn ihr das haben wollt, holt es euch, bevor es dann irgendwann zu spät ist. So, dann habe ich hier Kenshin. Diese Reihe ist mit 28 Bänden abgeschlossen. Dann gab es hier ein extra Band aus dem Film von Kenshin. Und diese Reihe ist für knapp 200 Euro zu bekommen. Oder 150. Kommt darauf an, wie der Zustand ist. Ja, diese Reihe ist auch sehr gefragt bei Edmond Manga und dennoch wollen alle das lesen. So, dann kommen wir hier mit einer weiteren Reihe von Hunter x Hunter. Diese Reihe ist noch nicht abgeschlossen. Bisher sind 32 Bände erschienen bei keinem Manga. Und ja, diese Reihe ist sehr, sehr gut. Hat mir sehr gut gefallen. Besonders 28 ist vergriffen. Das bekommt man nicht mehr. Und ansonsten bekommt ihr diese Reihe für knapp 300 Euro oder mehr. Weil diese Reihe ist sehr gefragt und sehr beliebt bei Karls Manga. Ich weiß nicht, ob ihr Fußball spielt, aber ich habe hier Captain Tsubasa. Diese Reihe ist mit 37 Bänden abgeschlossen. Und ich weiß nicht, ob das damals sehr gefragt war, aber ich habe zum Glück diese Reihe komplett bei mir stehen. Och, diese Reihe hat mir sehr gut gefallen. Kann ich euch weiterempfehlen. Für knapp 150 bekommt ihr diese Reihe. In guten Zustand, hoffentlich. Naja. Und dann haben wir hier eine weitere Reihe von Akira Toriyama. Diese Reihe ist bei Carlsen Manga oder Carlsen Comics erschienen. Ist mit 18 Bänden abgeschlossen. Und ich fand diese Reihe sehr lustig, weil Arali ist auch sehr lustig, deswegen. Ja, mega geil. Diese Reihe bekommen wir für knapp 150 Euro. Und daneben haben wir hier Astro Boy. Diese Reihe ist mit 21 Bänden abgeschlossen. Ist auch wirklich sehr selten, ich sag's auch, sehr selten. Weil, wer hat das schon mal gesehen? Ich kannte das davor auch nicht. Und ja, mir hat diese Reihe sehr gut gefallen. Und diese Reihe bekommt man für knapp 200 Euro. So, dann habe ich hier Vagabond oder Vagabondo, auch meine Sprache. Diese Reihe ist noch nicht abgeschlossen. Bisher sind 37 Bände bei Edmond Manga erschienen. Diese Reihe ist auch sehr gefragt, besser gesagt. Und die bekommt für diese Reihe für knapp 350 Euro bei eBay oder sonst gebraucht. Ja, diese Reihe hat mir sehr gut gefallen und holt es euch, wenn ihr das haben wollt. Bevor es dann zu spät ist. Ja, das war's von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir einen Daumen nach oben und wir sehen uns das nächste Mal. Peace!